سبيل الدموع سبيل مريح. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك وأنت في عليائك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ich werde inshallah ta'ala meinen Dars fortführen, den ich jede Woche mit der Erlaubnis von Allah subhanahu wa ta'ala halte, heute unter euch. Und da sind wir jetzt im zweiten Dars, im Scharh von dem bekannten Buch eines ganz großen Imam, einem großen Mujaddid unserer Zeit, Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Und das Buch ist Al-Usul al-Thalatha. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Buch, was yani, einen großen Nutzen hat für den Muslim. Vor allem was seinen Glauben betrifft, seine Aqida. Und der Imam, rahimahullah ta'ala, hat sich damit beschäftigt, als er gesehen hat, der Zustand der Umma in der Situation, also in dem Zeitpunkt, wo er gelebt hat, rahimahullah ta'ala, war sehr viel Schirk verbreitet, sehr viel Falschheit in der Aqida, und somit hat er es sich als Aufgabe genommen, ja, die Muslime oder die Menschen aufzuklären, was deren Aqida betrifft, was das Tawhid betrifft. Und das ist das Wichtigste überhaupt, liebe Geschwister. Und der Imam, rahimahullah ta'ala, ist dafür bekannt, dass er einfach spricht und sehr, sehr viel mit sehr, sehr vielen Beweisen aus dem Koran und Sunna immer spricht. Wir hatten letzte Woche gesprochen und angefangen, er fängt seine Risala oder das Buch an mit Bismillahirrahmanirrahim und sagt dann weiter, I'lam rahimakallahu ta'ala, I'lam rahimakallahu, أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله تعالى، والثانية ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Und dann sagt er weiter, رحمه الله تعالى، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه. Das haben wir alles im letzten Unterricht, Alhamdulillah, erklärt gehabt. Al-Rabi'atu al-Sabru ala al-Adhafi. Und dann
Also er sagt, dass man als allererstes dieses Wissen sich aneignen muss. Und dann mit dem Wissen meinte er dann ausführlich Ma'rifatullah. Nicht das Wissen der Dunya, sondern das Wissen, was er meint, ist dieses Wissen. Das spezielle Wissen. Awalan Ma'rifatullah. Wa Ma'rifatu Nabiyihi. Wa Ma'rifatu Din al-Islam. Wie sollst du dein Wissen über diese drei Sachen haben? Einfach so aus deinem Kopf oder mit Philosophie? Nein, bil adilla. Und dann sagt er, al-amalu bih. Du hast dir das Wissen angeeignet über Allah, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, über die Religion des Islams mit den Beweisen. Hal yakfi hadha? La. العمل به لأن العلم لماذا يطلب للعمل العلم للعمل das Wissen wird gelernt und wird sich angeeignet warum للعمل um es in Taten umzusetzen بعد هذا ماذا يأتي nach العمل kommt was الدعوة إليه الدعوة إليه und nach الدعوة was kommt nach الدعوة kommen Blumen, kommen Geschenke, kommen Preise. Ja, nein, es kommt Al-Adha. Und deswegen As-Sabr. Ja, deswegen As-Sabr Al-Adha, was danach kommt. Hat der Imam, rahimahullah ta'ala, diese Regel oder diese Sache, die er jetzt aufgestellt hat, einfach so aus seinem Kopf? Nein, denn die Gelehrten, und das macht die Gelehrten der Salaf aus. Die Gelehrten der Salaf reden nur mit Beweisen aus dem Koran und der Sunna. Reden nicht vom Kopf. Ja? Und je stärker willst du die Stufe bzw. das Wissen eines Gelehrten messen, so guck, wie oft er sagt, qala Allah, qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Je mehr er qala Allah, qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam sagt, desto mehr weißt du, dieser Mann hat Wissen. Und deswegen sagt er direkt danach, er hat diese Sachen aufgestellt, er sagt, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى Diese Aufstellung, die er aufgestellt hat, Beweis darauf ist, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, in welcher Sura? In Surat Al-Asr. Ha? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالْعَصْر وَالْعَصْر ist ein Qasam, ein Schwur. Und es obliegt Allah subhanahu wa ta'ala allein, damit zu schwören, mit was er will, subhanahu wa ta'ala. Er schwört mit der Zeit. Wal-Asr. Warum? Weil die Zeit beinhaltet all das. Wir leben in der Zeit. Wal-Asr. Und dann macht Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache fest. Innal insana lafi khusr. Allah subhanahu wa ta'ala hakama hana على الإنسان كل الإنسان بالخسر ثم استثنى سبحانه وتعالى إن الإنسان الله schwört und sagt الخسران der Mensch jede Art von Mensch reich, arm schwarz, weiß Europäer, Afrikaner egal Araber, nicht Araber إن الإنسان لفي خسر طيب يا الله Wie kommt er aus diesem Khusran raus? Er ist verloren. Er ist verloren. Wie kommt er aus Verlieren raus? Die Rettung ist wo? Illa. Istithna. Außer. Wer Allah? Dann kommen diese. Illa alladhina amanu. Und das ist die Aufteilung. Al-Iman. Wie ماذا يتحقق الإيمان? بالعلم. Und das ist der erste Punkt, was der Imam rahimahullah ta'ala i'lam rahimakallah annahu ya'jibu alayka ma'rifatu arba'i masail. Al-ula, al-ilm. Ma huwa al-ilm? Huwa al-iman. Ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu din al-islami bil-adillah. Hada huwa al-ilm. Wal-ilm wal-iman ala madha yubna auf was wird al-iman gebaut? Ala al-ilm.
Denn ohne Ilm hast du kein Iman. Kannst du an alles andere glauben. Oder beziehungsweise falsch aufgebaut. Und deswegen wird dein Iman auch nicht richtig sein. Und deswegen hier, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا هَذَا هُوَ الْأَوَّلُ هَذَا هُوَ الْأَوَّلُ. Was hat der Imam Rahimahullah Ta'ala dann als zweites gesagt? Al-Amalu. Al-Amal. Kommt hier. Wa-Amilu Salihat. Und die Gutes tun. Und dann kommt hier Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amal Salihat. Mada yatadamman? Yatadamman kullul A'mal Salihat. Ha? Min ityan ma amar Allah Subhanahu Wa Ta'ala bih. واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. Das zu tun, was Allah subhanahu wa ta'ala dir befohlen hat zu tun und davon fern zu bleiben, was er befohlen hat, fern zu bleiben. Das ist ein großer, ja, darunter kommt alles rein. وتواصوا بالحق الدعوة إليه. مع أن التواصي بالحق kommt unter den Amal Salih rein oder nicht? Kommt natürlich. Deswegen sagten wir, der große Begriff Al-Amal Salih, aber hier speziell. Nochmal speziell. Und deswegen Iman, ba'da al-ilm, wal-amal bil-ilm, ist sehr, sehr wichtig, da'wa ilayh. Weil wir sind keine Egoisten, meine lieben Geschwister. Wir wissen, womit wir uns retten und lassen die anderen in die Hölle gehen. So sind wir nicht. Und deswegen ist sehr, sehr wichtig, dazu aufzurufen. الدعوة إليه. Und das kommt unter التواصي بالحق. Und unter التواصي بالحق kommt auch was? الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Das zum Guten aufrufen und das Schlechte verbieten. وتواصوا بالصبر. Das ist das, was der Imam رحمه الله تعالى gesagt hat mit الصبر على الأذى فيه. Wie gesagt, das war im letzten Unterricht, hatten wir auch ausführlich, ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Und dann sagt er, rahimahullah ta'ala, قال الشافعي رحمه الله, لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. Diese Aussage ist sehr, sehr bekannt von Imam Shafi'i رضي الله عنه ورحمه über سورة العصر. Er sagt, hätte Allah subhanahu wa ta'ala nur diese Sura auf die Menschheit herabgesandt, würde sie ihnen ausreichen. Was bedeutet das, meine lieben Geschwister? Das bedeutet, dass es würde ihnen ausreichen, um den Weg der Rettung zu kennen. Aber das bedeutet nicht, dass wir auf den restlichen Koran verzichten. Wir brauchen jeden Buchstaben vom Koran. Das bedeutet, diese Sura beinhaltet eigentlich deinen Rettungsweg. Es ist eine kleine Sura, aber beinhaltet den ganzen Islam. Beziehungsweise das richtige Verständnis von Islam. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. Und dann bringt er Aussage von Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, was zeigt, dass das Wissen die Basis ist. Und das bedeutet auch, er hat ein Kapitel, sein Kapitel genannt, Babun, Kapitel, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, das Wissen vor das Sprechen, vor den Aussagen und vor den Taten. Was im Umkehrschluss bedeutet, liebe Geschwister, wenn man kein Wissen hat, was passiert dann? Deine Aussagen und deine Taten sind falsch. Weil sie auf kein Wissen basieren. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, meine lieben Geschwister, vor allem in Sachen von Din, von Religion, sich Wissen anzueignen. Subhanallah, in der Dunya, wo das vielleicht nicht schlimme Folgen haben kann, da fragen wir immer nach den besten Informationen. Bruder, hast du Erfahrung mit dem Arzt? Hast du Erfahrung mit dem Automechaniker? Welches Auto ist besser? Mercedes oder BMW? Immer. Aber bei denen, ich habe mal gehört. Einer hat mir gesagt, einer hat mir erzählt, mein Opa,
Meine Großmutter bei uns im Dorf war so. Achi, hada amr, deine Religion, darauf baut sich deine Akhira auf. Darauf vor allem Masail al-I'tiqad, die Glaubenssachen, darauf baut sich Jannah und Nar auf. Darauf baut sich Iman und Kufr auf. Deswegen ist sehr, sehr wichtig, meine lieben Geschwister, sich vor allem in diesen Themen Wissen anzueignen. Und Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, als er diesen Kapitel gesagt hat, hat er dann gesagt, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, der Beweis für sein, weil das ist wie eine Regel, eine Qaida. Eine Qaida musst du beweisen, wenn du die aufstellst. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, so wisse, es gibt keine Gottheit außer Allah, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Und dann bitte um Vergebung. Und dann sagt er, rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah. Yani wenn du so ein Buch liest, ja, wisse, rahimakallah. Dann geht dein Herz auf. Yani und zeigt die Barmherzigkeit von diesem Imam, rahimahullah ta'ala. Ja, und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache, die wir lernen müssen, meine lieben Geschwister. Die Art und Weise, der Umgang mit dem Jahil, mit dem, der falsch ist. Nicht, wisse du Kafir. Nein, i'lam rahimakallah. Hört sich, kommt besser an oder nicht? I'lam rahimakallah. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima. Ta'allumu thalathi hadihil masail. Wal amalu bihinna. Er sagt, so wisse rahimakallah. Dass es für jeden Muslim und für jede Muslima eine Pflicht ist, diese drei Sachen zu lernen und sie in Taten umzusetzen. Al-Ula, annallaha khalaqana. Dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat. Wahada mada? Was ist das? Hada Tawhid al-Rububiyya. Das ist Tawhid al-Rububiyya. Und darin hat sich keine Schöpfung streitet sich um diesen Tawhid. Außer jemand Mukabir, yani jemand, der einfach Kibr hat. Aber jeder Mensch gibt dieses Recht hier, beziehungsweise diesen Tawhid zu und akzeptiert, dass Allah subhanahu wa ta'ala unser Schöpfer ist. Deswegen in verschiedenen Ayat sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَيْنْسَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Wenn du sie fragst, wer hat die Himmel und die Erden erschaffen? So antworten sie Allah. Und deswegen alle Völker, alle Schöpfungen, alle Menschen leugnen diese Sache nicht. Wer hat euch erschaffen? Allah. Wer versorgt euch? Allah. Und der Sheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala sagt dann hier, وَدَلِيلُ ذَلِكَ أَعْنِي أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا سَمْعِي وَعَقْلِي. Die Beweise dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat, gibt es einmal die Beweise, die authentischen Beweise aus dem Koran und Sunna, und einmal die Beweise einfach durch Al-Aql, yani durch einfach die Wahrnehmung. Ja? Auch sehr wichtig. Al-Sam'i, kama qultu lakum, kathir. Die Beweise aus dem Koran und aus der Sunna sind sehr viele. Unter anderem, هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. الله سبحانه وتعالى sagt, er ist derjenige, der euch aus Erde erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala. ثم قضى أجلا, und dann ein أجل bestimmt hat, وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم, und wir haben euch erschaffen und dann geformt, ثم صورناكم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ وَمِنْ آيَاتِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Das sind so viele آيات القرآن مليء بها. أما الدليل العقلي, aus dem Verstand, so nimmt jeder wahr.
dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der erschaffen hat. Weil, wie wurdest du erschaffen? Aus Adam, aus dem Nichts. Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala fragt hier auch die Leugner oder derjenigen, der leugnen möchte, sagt er, indem er sagt subhanahu wa ta'ala, أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Du sagst, du bist von nichts erschaffen? Wie? Aus dem Nichts? Oder hast du dich selbst erschaffen? أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Er sagt, خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا. Ja, und er ist der uns versorgt. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen. Zu der Verpflichtung der Erschaffung gehört was? Ar-Rizq. Und er verpflichtete sich subhanahu wa ta'ala, und es gebührt ihm subhanahu wa ta'ala, für unsere Versorgung zu sorgen. Sahih? Wo leben wir Menschen? Worauf leben wir? Auf der Erde. Die Erde gehört wem? Allah subhanahu wa ta'ala. Wer hat sie erschaffen? Er subhanahu wa ta'ala. Die Himmel, die Wolken, der Regen, die Meere, die Berge. Wer hat sie alle erschaffen? Allah subhanahu wa ta'ala. Wer lässt uns auf sie leben? Allah subhanahu wa ta'ala. Unsere Versorgung kommt von wo? Durch ihn subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Tur, أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ. Das sind alles Versen im Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen nachdenken lassen möchte, subhanahu wa ta'ala. Das ist so eine Argumentation, eine Art Diskussion. Denk nach, oh Mensch. Dujenige, der Kibr hat, Hochmut, der leugnet, wer hat dich erschaffen? Von wo bist du gekommen? Hast du dich selbst erschaffen? Aus dem Nichts? Oder wer hat die Himmel und die Erden erschaffen? Subhanahu wa ta'ala. Und deswegen gibt es eine schöne Überlieferung. Jubair ibn Mut'im sagt, als er diese Versen gehört hat, waren das die schönsten Versen, die er gehört hat. In dieser Zeit war er ein Muschrik. Diese Versen, am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun, أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Er sagt, كاد قلبي أن يطير. Und das waren die Araber, meine lieben Geschwister, weil diese Ayat sind gewaltig. Ja? Und deswegen war die Mu'jiza von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dieser Koran, weil der in höchsten Form der arabischen, die höchste Form der arabischen Sprache ist. Er sagt, sein Herz, mein Herz wäre fast rausgeflogen, als er diese Verse gehört hat. كَادَ قَلْبِ أَنْ يَطِيرْ وَذَلِكَ أَوَّلَ مَا وَقَرَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِ. Diese Ayat haben den Glauben in seinen Herzen fest werden lassen. Die Beweise aus dem Koran dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Razzaq ist, sind auch sehr, sehr viele. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna Allah huwa al-Razzaq dhul quwwati al-Matin, subhanahu wa ta'ala. Und er sagt auch, Qul man yarzuqukum min as-samawati wal-ard, Qulillah. Wer ist derjenige, der euch von den Himmel und von der Erde versorgt? So sagt Allah, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Aus der Sunna, der bekannte Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der bei Bukhari überliefert wird und bei Imam Muslim, dass Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, der Neugeborene, El-Janin, wenn er geboren wird,
wird ein Melek befohlen, dass er vier Sachen schreibt. Unter anderem sein Rizq, seine Versorgung, und sein Ajal und seine Arbeit und ob er glücklich oder unglücklich sein wird. أن الله خلقنا ورزقنا. Klar. Und dann sagt er weiter, رحمه الله, ولم يتركنا هملا. ولم يتركنا هملا. Und er hat uns nicht so einfach gelassen. Yani ohne Sinn erschaffen. ولم يتركنا هملا. Denn das wäre eine negative Eigenschaft. Und Allah subhanahu wa ta'ala gebühren die schönsten und vollkommensten Eigenschaften, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, weil er uns mit Sinn erschaffen hat und nicht ohne Sinn, hat er was gemacht? Arsala ilayna, bal arsala ilayna rasula. Er hat uns nicht so gelassen, einfach so gelassen, sondern hat uns einen Gesandten, einen Propheten entsandt. Und so sagt er auch bei allen anderen Völker, wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٌ. Jede Umma, jede Gemeinschaft, damit sie keine Ausrede haben vor Allah subhanahu wa ta'ala und damit sie nicht ohne Sinn einfach vor sich herleben, hat er einen Warner geschickt. Einen Propheten, einen Gesandten. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran, inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh. Wir haben dir die Offenbarung geschickt, so wie wir den vor dir, wen? Nuh und Nabiyina من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Und warum auch, liebe Geschwister? لأنه لا يمكن أن نعبد الله سبحانه وتعالى بما يرضاه لنا هو سبحانه وتعالى إلا عن طريق الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. Wir können Allah سبحانه وتعالى niemals richtig anbeten, so wie er es سبحانه وتعالى möchte, außer durch die Propheten und Gesandten عليهم صلوات الله. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Und dann sagt er, faman ata'ahu, ay ar-rasul alladhi ursila min qibalillahi subhanahu wa ta'ala, faman ata'ahu, wer ihn gehorcht, ihn folgt, den Gesandten, den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dakhala al-Jannah. Normal. Tabi'i. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wa ati'u Allah wa rasula la'allakum turhamun. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wa man yuti'u Allah wa rasula, ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Und wer Allah und seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam gehorcht, folgt, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn im Paradies hineinlassen, ein Paradies, wo Flüsse unter ihn fließen werden. Und das ist der wahrlich große Gewinn. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن عصاه
Das Gegenteil von Ta'a ist was? Gehorsamkeit ist die Ungehorsamkeit. Al-Asyan. Wa man asa, was passiert dann? Dakhala an-nar. Dakhala an-nar. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. سورة المزمل. Wir haben euch einen Propheten entsandt, der auf euch يعني شاهدا عليكم Zeuge auf euch ist, so wie wir vor euch. Wen geschickt haben? Auch einen Prophet, auch einen Warner. Wem? Pharaon. Was hat aber Pharaon gemacht? War ungehorsam, hat nicht zugehört, ist nicht gefolgt. Fa'asa Pharaon und Rasul. Was kam dann als Folge des Essians? Was kam? Fa'akhadnahu akhdan wabila. Wir nahmen ihn, ne? Mit einer strengen Strafe. Und auch der Hadith von Rasul sallallahu alaihi wasallam, wo Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Alle meine Umma kommt in die Janna, außer der nicht will. So wunderten sich die Sahaba. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Wer ist so, der nicht will? Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt dann, man ata'ani, ganz einfach, man ata'ani dakhala al-Janna, wa man asani dakhala al-Nar, rawal Bukhari. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. Wer Allah und seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam ungehorsam ist und seine Grenzen überschreitet, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Der kommt in die Hölle, weil er ungehorsam war, ja? Und er hat eine عذاب مهين, eine erniedrigende Strafe. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا صلى الله عليه وسلم والعافية. Und dann sagt er weiter, الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. هذا أصل. الله سبحانه وتعالى akzeptiert nicht. Mag es nicht, will es nicht. Unmöglich. Was? Dass man ihm etwas beigesellt. Mit ihm etwas beigesellt. Und so sagt Allah سبحانه وتعالى im Koran, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. شوف نسب المساجد لمن؟ ها؟ مساجد يعني شعب معين ولا لقبيلة معينة ولا للون معين؟ ها؟ لا. Die Moscheen gehören Allah. Die gehören keinem Staat, keinem Land, keine Nationalität, keine Farbe, sondern sie gehören einzig und allein Allah. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. So ruft niemand mit Allah subhanahu wa ta'ala zusammen auf. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er was verbietet, dann will er es nicht. Dann hasst er es, subhanahu wa ta'ala. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, in takfuru, fa inna allaha ghaniyun ankum. Wenn ihr leugnet, in takfuru, fa inna allaha ghaniyun ankum. Wa la yarda li ibadihi al-kufr. Wa in tashkuru, yardahu lakum. Und genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala al-Shirk und al-Kufr nicht mag, so hat eigentlich ein Muslim, ein Gläubiger, es genauso nicht zu mögen. Sahih oder la? Weil Allah subhanahu wa ta'ala das nicht mag. Etwas Allah mag es nicht.
Allah hasst Schirk. Allah will kein Schirk. Akzeptiert kein Schirk. So müssen wir es als Gläubige auch. Und dann sagt er weiter, rahimahullah ta'ala, erklärend, weil das ist ja die Shubha, mit der die Unwissenden reingelegt werden. Er sagt dann weiter, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. Weil die beste Geschöpfung, die beste Schöpfung sind die Malaika. Selbst die nicht. Selbst die nicht. Und die besten von den Menschen sind wer? Die Propheten und Gesandten. Und auch die nicht. Yani, das bedeutet, alles was unter denen ist, erst recht nicht. Ja? Top ist was? Al-Malaika. Ja. Selbst die nicht. Die werden, selbst die will Allah subhanahu wa ta'ala und akzeptiert Allah subhanahu wa ta'ala nicht als Shuraka. Und auch nicht die Anbiya, die Gesandten. Geschweige denn irgendwelche Tiere oder irgendwelche Steine oder irgendwelche anderen Menschen, die weit unter dem Wert dieser zwei großen Schöpfungen von Allah subhanahu wa ta'ala sind. Schirk, meine lieben Geschwister, ist eine sehr gefährliche Sache. Ist keine einfache Sache. Und deswegen hasst es Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sollen wir es als Gläubige auch hassen. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wer mit dem Schirk stirbt, wal'iyadu billah, der hat keine Hoffnung auf Vergebung, auf Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala und Gnade. Allah subhanahu wa ta'ala setzt hier fest, inna Allah la yaghfiru, Allah vergibt nicht Schirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Und alles, was darunter ist, vergibt er subhanahu wa ta'ala. Kann er vergeben subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Al-muhakkik lit-tawhid. Al-mubta'id. Wal-mutabarri' min al-shirk. Hada muslim mu'min yabqa bayna mashiat, yabqa fi mashiat Allah subhanahu wa ta'ala. In sha'a ghafara lah wa in sha'a azzaba. Derjenige, der den Tauhid einhält und fern bleibt von Schirk, der ist unter der Maschia von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kann ihn vergeben mit seiner Gnade und Barmherzigkeit und er kann ihn aber auch zur Rechenschaft ziehen und bestrafen. Aber er ist in diesem Kreis der Hoffnung auf der Gnade und Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu man yushrik billah. Schaut, derjenige, und guck mal, merkt euch, dass die alle diese Versen immer mit Inna. Und was ist Inna? Harf Tawkid im Arabischen. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Das ist keine Härte von uns oder von einer bestimmten Gruppe, ja, weil das wird ja heute sehr gerne von diesen falschen, irregeleiteten Gruppen gerne benutzt. Ja, ihr schließt alle Leute aus dem Islam raus. Oh, für euch ist jeder in der Hölle. Wir tun gar nichts. Das ist der Koran. Allah subhanahu wa ta'ala hat das bestimmt und festgesetzt. Hast du den Tauhid? Ala ras. Hast du den Tauhid nicht? Hast du Schirk? Wal'iyadu billah. Kann ich dir nicht helfen? Kann ich nicht. Ha, Allah, das kann. Erklär mir diesen Vers. Erklär mir diesen deutlichen Vers. Innahu man yushrik billah. Wer Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellt, was ist mit dem? Allah hat al-Jannah für ihn für verboten erklärt. Und im Arabischen, der Ma'na, im Arabischen der Ma'na ist ganz anders als im Deutschen. فَقَدْ حَرَّمَا. Alles, wie der Satz aufgebaut ist, ist, yani, du kannst es vergessen. Al-Jannah ist für dich haram.
Du wirst es Jannah nicht sehen, nicht riechen. فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Und guck mal nochmal, yani للتأكيد, weil das sehr wichtig ist, weil das keine einfache Sache ist, das nochmal festzumachen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wo ist sein Bleibe, ja Allah? Okay, der ist nicht in Jannah. Wo ist sein Bleibe? وَمَأْوَاهُ النَّارِ, sein Bleibe, sein Platz, sein festgesetzter Platz ist das Höllenfeuer, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَرٍ. Und für die Ungerechten gibt es keinen Helfer. Weil sie haben sich Unrecht getan. Sie haben sich selbst Unrecht getan. Mit was? Damit, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala was beigesellt haben. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala in einem anderen Vers, إِنَّ الشِّرْكَ, was ist Schirk? لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Schirk ist eine große Ungerechtigkeit. Warum auch, meine lieben Geschwister? Wie kannst du den, der dich erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala, und der dich versorgt, trotzdem jemanden beigesellen? Ist das nicht ein großer Dhulm? Ein großer Dhulm, wal'iyadu billah. Und Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt in einem authentischen Hadith, der bei Bukhari überliefert wird, man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhal al-jannah. Wer auf Allah subhanahu wa ta'ala antrifft und er hat ihm nichts beigesellt, der kommt inshallah ins Paradies. Dakhal al-jannah. Wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhal an-nar. Und wer ihn antrifft, und der hat ihm was beigesellt, der kommt in die Hölle, wal'iyadu billah. Wie viel Zeit haben wir noch? Okay. Das ist auch so ein Thema, den die irregeleiteten Gruppen heutzutage nicht hören wollen. Obwohl der ein Fundament unserer Aqidah ist. Ein Fundament von Tawhid. Ein Fundament, der mit La ilaha illallah eng verbunden ist. Und das ist das Thema Al-Wala ul-Bara. Yani, ich verstehe nicht, was für ein Islam diese Menschen wollen. Was für ein Islam sie verstanden haben. Mit was für ein Islam sie mit Allah subhanahu wa ta'ala antreffen möchten. Wenn sie diese Fundamente aus unserer Religion rausnehmen und dann sagen, ja, die Salafisten. Das ist Aqida von Islam, das ist der Islam. Wallahi, außer das gibt es keinen anderen Islam. Weil wir reden hier nicht über Salah, Raf al-Yadain, Qabdl al-Yadain, Ba'd al-Ruku' oder irgendeine Meinungsverschiedenheit im Nafila oder in Wudu oder so. Das ist Tawhid, das ist Aqida. Da gibt es keine Meinungsverschiedenheit in dieser Sache. Er sagt, الثالثة, أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. Sowas soll nicht mehr unterrichtet werden. Das sollen die Muslime nicht mehr hören. Warum? Damit sie uns einfach aufessen können. Weil so sind wir ohne Dien. Und ohne Dien sind wir wie die. Und da sie die materiellen Dinge haben, die materiellen Voraussetzungen haben, haben wir keine Chance. المسألة الثالثة, das ist wie die Gelehrten das nennen, الولاء والبراء. Das Lieben für Allah und die Lossagung und das Hassen für Allah. Wir lieben für Allah und wir hassen für Allah. Wir lieben nicht für Dunya und wir hassen für Dunya. Wir lieben nicht für materielle Dinge. Du bist ja heute mein Freund, ich liebe dich, weil ich durch dich profitiere oder einen Nutzen in dir habe. Und morgen bist du mein größter Feind, weil das Nutzen vorbei ist. Nein, unsere Liebe ist aufgebaut auf diese Basis, auf La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Und die bleibt für immer und ewig.
Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi allafa bayna qulubihim. Das ist diese Brüderlichkeit. Diese Brüderlichkeit im Glaube ist durch Allah subhanahu wa ta'ala gemacht worden. Und deswegen siehst du, der Muslim aus Marokko liebt seinen Bruder aus Algerien oder seinen Bruder aus Somalia oder seinen Bruder aus Albanien. Wie viele tausende Kilometer weit weg? Verschiedene Mentalität, verschiedene Kultur, verschiedene Sprache, verschiedene Aussehen. Aber trotzdem, er sieht seinen Bruder, er ist Muslim, er umarmt ihn und drückt ihn. Warum? Kriegt er Geld dafür? Ja? Politische Nutzen? Tijara, vielleicht Schiffe werden geschickt mit irgendwelchen... Ja? Nein. Einzig und allein die Liebe zu Allah. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Fundament. وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٌ. Dein Bruder hat nicht deine gleiche Aqida, hat nicht deinen gleichen Glauben. Du liebst ihn nicht, so wie du. Vor allem, es geht um die Liebe. Es geht hier nicht um die natürliche Liebe. Natürlich kannst du und darfst du deinen Bruder lieben, auch wenn er Käfer ist. Yani die natürliche Bindung der Familie. Aber es geht hier um was anderes. Es geht hier um die... Den Wala. Wala bedeutet, kommt von Waliya, yani etwas zu haben, zu nehmen. Ja, viele Geschwister verstehen das auch falsch. Ja, die Lossagung bedeutet nicht, Unrecht zu tun. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Lossagung, mit dir nichts zu tun haben, ja, in den falschen Dingen, in deinem Kufr und so weiter, mich zu lossagen von deinem Kufr, bedeutet nicht, dass ich dir Unrecht tue. Dass ich dich zu Unrecht schlage. Dass ich dich zu Unrecht töte. Dass ich dir dein Haq zu Unrecht nehme. Bedeutet das nicht. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. Ha? Allah subhanahu wa ta'ala verbietet euch nicht. Der Islam, genau im Gegenteil. Du hast korrekt zu sein. Du hast nicht durch deinen Kopf einfach zu agieren. Er hat mir so getan, ich muss ihn zehnfach zurückgeben. Darfst du im Islam nicht. Du darfst immer im Islam nur im Rahmen des Erlaubten agieren. Du kannst nicht sagen, okay, die töten uns so. Okay, ich muss jetzt überlegen, wie kann ich die noch schlimmer töten, als sie uns töten? Das geht nicht im Islam. Und deswegen, selbst diese Sachen, selbst der Kriegsfall, Islam hat Regeln dafür aufgehoben. Du kannst nicht deine Nefs, deine Lust, dein Rachengefühl einfach freien Lauf lassen. Dann wirst du ja wie die. Und deswegen sind wir Muslime und deswegen halten wir uns als Muslime in jedem Fall, in jeder Situation immer an das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen hat. Wie wir machen. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und er sagt dann weiter, لا تجد قوما, das ist eine Ayah, die sehr, sehr deutlich ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in diesem Vers, in Surat al-Mujadala, لا تجد قوما, du findest nicht. Leute, die an Allah und an den jüngsten Tag glauben, يؤمنون بالله واليوم الآخر. Jazakallah. Du findest nicht. Kaum die an Allah und an den jüngsten Tag glauben. Was machen die alle? Yani das passt nicht zusammen. Jemand, der an Allah und an den jüngsten Tag glaubt, yuwaduna al-mawadda. Eng verbunden. Sich zusammen zu tun. Yuwaduna man hadda Allah wa rasulah. Eigentlich logisch. Jemand, der Allah subhanahu wa ta'ala die Feindschaft erklärt hat. Und du glaubst an Allah und du nimmst ihn zu deinem engsten Verbündeten, engsten Freund, machst mit dem gemeinsame Sache. Gibt es nicht. Und deswegen ist das ein Naqid von Nawaqid al-Islam und Nawaqid al-Iman. Ein Auslöscher. Yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, walau kanu, selbst wenn sie
ihre Väter sind, oder كانوا آباءهم أو أبناءهم oder ihre Kinder, أو إخوانهم oder ihre Geschwister, أو عشيرتهم oder ihre Familie. Guck mal die Aufteilung: الأب, الابن, الأخ والعشيرة. Ja, der Vater bzw. die Eltern, die Söhne bzw. die Kinder, die Geschwister und dann die Familie. Selbst wenn diese darfst du nicht als engen Verbündeten nehmen, Al-Muwala mit denen zu haben. Ulaika, diese, die so sind, die sich nicht zusammentun und kein Wala haben, zu denjenigen, die Feindschaft Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam erklärt haben, diese, Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Schuf ta'bir kataba. So, yani noch fester geht's nicht. So wie wenn ich schreibe, ich sag, ich liebe dich so sehr, dass ich deinen Namen mir eingraviert habe, eintätowiert habe. Die diese Sache vervollständigt haben und besitzen, diesen Glauben besitzen, diese hat Allah subhanahu wa ta'ala den Iman fest in ihren Herzen geschrieben. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهِ. Und er beschützt sie und unterstützt sie, subhanahu wa ta'ala. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Die lässt Allah subhanahu wa ta'ala ins Paradies. Für immer und ewig. Und Allah subhanahu wa ta'ala radi anhum. Er ist zufrieden mit ihnen, subhanahu wa ta'ala. Und sie mit ihm. Ulaika, diese sind der Hizb Allahs, die Gemeinschaft Allahs. Und sie sind die Gewinner. Wahumul Muflihun. Ala inna Hizb Allah, humul Muflihun. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch in einem anderen Vers: Ja, ihr alladhina amanu, la tattakhidu aba'akum. وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Auch vielleicht ein bisschen, um das zu erklären. Al-Mualat. Mualat al-Kuffar takunu bimada. Woran sieht man die Mualat von Kuffar? Eine der Zeichen von Mualat al-Kuffar. Takun, methalen, bimunasaratihim und mu'awanatihim. Dass du die hilfst und unterstützt, vor allem gegen Muslime. Das zeigt, dass sie dir nah sind. Oder dass du nach deren Zufriedenheit bettelst und suchst. Dann machen wir inshallah ta'ala heute hier Schluss, inshallah, und fangen dann beim nächsten Unterricht inshallah ta'ala, dann machen wir weiter bei I'lam arshadaka Allahu li ta'ati an al-hanifiyya millat Ibrahim an ta'bud Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din. هذا وما كان من صواب وتوفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن ذكركم به وأنساه صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يسعك الفضاء الرحيم الفاتح.